Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Torghast-Run zeigen. Heute probieren wir mal wieder einen von diesen makellosen Runs. Und zwar makellos Ebene 16. Zwei hatte ich tatsächlich schon einmal abgeschlossen. Jetzt wollen wir hier den dritten machen. Dieses Mal wollen wir in die Skoldus-Hallen oder wie die auch immer heißen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einmal rein. Ein bisschen Gear habe ich mittlerweile schon, das sieht ganz gut aus. Das Einzige, was nicht so gut aussieht, sind A, die Trinkets und ich habe leider immer noch keinen Set-Bonus, ne? Also, dafür spiele ich jetzt halt mit dem alten Bloodlink-Sockeldingern aus dem Sylvanas Raid. Das ist auch nicht schlecht, gibt nur so ein bisschen Heilung, macht nur ein bisschen Schaden. Natürlich wäre es wesentlich besser, wenn ich natürlich den Set-Bonus hätte, aber ne? Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ach ja, und übrigens, mir ist aufgefallen, ich könnte ja hier auch HT schmeißen, ne? Deswegen habe ich mir ein paar Dings gecraftet. Ein paar Drums, die kann ich jetzt eigentlich gleich mal benutzen. Shockwave. Hier. Shockwave, ungünstig. Shockwave. Also die Mobs haben so, wenn sie sterben, andere umrum kriegen sie einen Tempo-Buff. Und wenn mehrere Gegner rum sind, machen sie auch noch mehr Schaden. Also eigentlich sollte man keine Big Pulls machen. Aber, ja, ne? Ich kann nichts anderes als Big Pulse. Deswegen machen wir das trotzdem. Seht ihr, die haben jetzt hier irgendwie so einen 10er Buff. 100% mehr Schaden und 100% mehr Angriffskraft. Also perfekt. Das nehmen wir mit. Dann nehmen wir das hier mit. Keine Ahnung. Das nehmen wir mit. Mehr Leben brauche ich nicht. Das nehmen wir mit. Ja, sogar halbwegs anständige. Warum ist denn der hier nicht mitgekommen? Bestimmt schon wieder irgendwas vergessen da hinten. Hier ist nichts, ne? Okay, passt. Movement Speed ist eigentlich relativ nice. Ich habe hier, es gibt ja immer so ein paar Segen und so ein paar, ne? Qualen. Ich muss jetzt gerade gucken, wie die Dinger heißen. Wir nehmen jetzt die Seele mit und dann. Naja, schau mal, jetzt hätten wir schon hier den Balken voll. Ich würde gern warten für den nächsten Big Pull, ehrlich gesagt. Letzten, wenn die Mobs, wenn du da irgendwelche AE-Sachen hast, wo du rauslaufen musst, ne? Und die Mobs dann, was ist das für eine Barriere? Das machen wir mal lieber desorientieren. Hier gibt es ja jetzt so in Anführungszeichen so neue Mobs aus der Dingszone. Und die haben lauter so Casts, wo ich noch nicht so ganz hintergestiegen bin, was die so machen. Und ja. Okay, also da muss ich aus. Na gut, aus dem Frontal kann ich anscheinend nicht raus. Perfekt. Was haben wir denn da? Indigo. Kollege, dich nehmen wir mit. Das nehmen wir mal. Also, ne, ich heule ja oft rum, dass ich nur Rotzeffekte kriege. Jetzt habe ich gerade relativ brauchbare Sachen gekriegt, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die das Allerbeste ist, was ich je gesehen habe, aber sie sind tatsächlich halbwegs brauchbar. Kriegen wir die hier mit reingezogen? Komm, ich mach jetzt mal hier. Ich hab zwar leider jetzt noch kein Dings ready, keine Inka, aber ich denke mal ein paar Mobs kriegen wir hier rein. Das Problem ist jetzt, ich hätte wesentlich mehr Mobs gerne in den Bonus jetzt gekriegt, aber weiter, wenn ich die gezogen hätte, dann wären die mir resettet, ne? Relativ sicher. Die Vasen noch oder so. Naja, gut. Gut ist jetzt anders. Aber es ist okayisch gewesen. Bin ich auf 16 jetzt drin? Irgendwie gehen die Mobs hier erstaunlich gut runter. Also auch vorhin schon, jetzt gerade mit Convoke, habe ich diese ganzen Nonneliter eigentlich ziemlich zerstört, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich bloß da durchkommen. Okay, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, ist dieses Ding, ne? Das geht so schnell immer bergab. Ja gut, ich habe jetzt leider nichts ready hier. Sollen wir trotzdem alle zusammenpullen? Müsste doch eigentlich ausgehen, oder? Run. Run, sagt er. Danke dir fürs Followen. Komm, wir ziehen jetzt hier einfach Inka und rödeln die weg.
Kriegen wir schon hin. Okay, da sollte ich nicht reinlaufen. Easy. Schau mal, wie die wegsterben hier. War kein Stress. Aber ich habe echt, also diesmal habe ich echt ganz gut, also ne, es geht immer besser, aber die sind halt nicht shit. Das wundert mich schon fast ein bisschen, weil sonst gehe ich hier mal rein, krieg irgendwie mehr Leben, noch mehr Leben, irgendwie, dass meine Roots besser sind, wo ich mir denke, wer tut denn hier irgendwelche Roots einsetzen, aber ist okay, ne? Ist okay. Was, WoW Hörbücher? Nee, ich mach keine Hörbücher auf, mach zwar YouTube, aber Hörbücher wäre mir neu. Da verwechselst du mich. Ja genau, Kraft macht, glaube ich, so Hörbuchzeug, ne? Der hat auch die Stimme dazu. Und der kann auch wahrscheinlich fehlerfrei vorlesen, im Gegensatz zu mir. Warte mal, da sollte man vielleicht ein bisschen rausgehen. Ist jetzt halt die Frage, ob ich jetzt nochmal den Effekt ziehe, aber wahrscheinlich besser in der nächsten Ebene, ne? Multogon, ich grüß dich. Und den Ero grüße ich natürlich auch an der Stelle. Bis jetzt sieht es ganz gut aus hier. Ich glaube, das könnte was werden. Aber mal abwarten, ne? Auf die nächste Ebene. Vateles. Okay, habe ich noch nie was von gehört. Habe ich den jetzt nicht gesaugt? Also diese Kugel, ne? Habe ich noch nicht so hundertprozentig gecheckt. Ah! Halt, stopp. Den brauchen wir. Jetzt sind wir da halt schon auf... Shockwave. Wir nehmen das hier mit. Ist, glaube ich, besser als die Das ist halt auch... Ich habe halt tatsächlich jetzt noch keinen einzigen Shit-Trade gekriegt. Das waren bis jetzt alles nur Trades, die tatsächlich brauchbar sind, ne? Also der ist so... Die sind so Medium, aber die sind halt trotzdem brauchbar, ne? Wenn man halt gewöhnt ist, dass man zu 90% Trades kriegt, die absoluter Dreck sind, dann ist das hier tatsächlich, ja, relativ nice. Perfekt, Natur gesperrt. Hat mir einfach gekickt, der Mob. Du, alles gut. Du bist dafür nicht geschaffen. Ja, aber wenigstens sehe ich selber ein, ne? Das ist da schon mal was. Kann man Twitch Prime-Dings vergeben? Ja... Ich bin zwar selber auf Twitch am Streamen, aber ich bin da nicht so ein Experte. Irgendwo müsste dann ein Button sein, glaube ich zumindest. Wir nehmen mal keinen Epic... Der Epic Trade wäre auch nicht schlecht, aber wir nehmen mal keinen Epic Trade mit. Dann gebe ich nochmal extra Punkte. 100%, 19 ist jetzt halt nicht so viel, aber ich habe nochmal einen kompletten Balken gespart. Wenn wir jetzt gleich einen Big Pull hinkriegen, dann wäre das gut. Aber hier ist halt nicht viel, ne? Das ist natürlich jetzt blöd für mich. Ja, ich muss halt jetzt fast. Es hilft halt leider alles nix. Wenn ich jetzt nur länger... Jetzt nur länger zusammen, Dings. Nehme ich eigentlich ganz gut auseinander, die Kollegen, hä? Da war jetzt gar nichts an Dings dabei? Hinten so nur ein paar so Dinge. Das war jetzt eher mäßig. Hier hätte ich es ziehen sollen, da sind halt mehr, ne? Shockwave. Na, ich glaube, hier wäre es faszinierender gewesen, aber es weißt du halt immer nicht, wenn danach dann halt nicht mehr die Mobs kommen, die du haben willst. Was haut denn der? Haut der mir so viel raus? Shockwave.
Irgendwas zockt mir jetzt hier übelst Damage rein. Wahrscheinlich, weil die so viel Caster-Dings haben. Weil die alle daneben gestorben sind und so viel. Ich muss jetzt mal kurz bisschen das Weite suchen. Dass ich nur rippe. Sicher ist sicher. Haben wir alles? Dass so schnell laufen kann, das gefällt mir eigentlich. Schon recht nice. Oh nein, da kommt schon wieder so ein Scheißdreck. Warte mal, kann ich da einfach außen rumlaufen? Ernsthaft? Was ist denn das? Okay. Das ist die Low-Budget-Version. Shockwave. Shockwave. Ist das Ding bald wieder aufgefüllt? Dann kann ich dann gleich nochmal gucken. Wir könnten die noch mitnehmen. Dann kann ich nicht mehr springen, das machen wir nicht. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, aber das eine ist auch nicht so verkehrt. Wisst ihr, was der Nachteil ist? Ich kann mich gar nicht... Ah, schon mal, jetzt haben wir den ersten Shit-Trade. Den ändern wir. Der ist auch Shit. Na, 3 Tempo. Naja, gut, der ist so Medium. Das bringt mir zumindest irgendwas. Perfekt. Halt, jetzt habe ich fast nochmal geklickt. Was können wir machen? Kommen da jetzt nochmal viele Mobs oder wie sieht das aus? Wenn da jetzt nochmal viel, aber die sind halt... Ist halt die Frage, ob ich die jetzt da alle in den Boss reinziehen kann, ne? Shockwave. Ah, die resetten. Bin betäubt, perfekt. Nochmal betäubt. Ich weiß nicht, ob es das Wurf war. Ja, Crit nehme ich mit. Mal mitnehmen. Da hinten waren, glaube ich, noch ein paar Vasen. Mir sind einige resettet jetzt. Naja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt rentiert hat, da den Dings noch zu ziehen. Eigentlich die Vasen da noch töten sollen, während ich in dem Sondereffekt bin, ne? Aber gut. Schauen wir mal, wie viel Prozent wir jetzt da rausziehen dann. Also in keine Fallen reinlaufen, habe ich jetzt schon mal verkackt auf jeden Fall, weil wir da vorne sind wir ein bisschen, ne, haben mit den Fallen Bekanntschaft gemacht. Aber ich denke mal, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Kann mich jetzt nicht beschweren. 45% ist schon gut. 105 Minuten, das ist schon ziemlich gut. Aber ich habe jetzt halt keinen Balken hier ready, ne. Also wenn ich das jetzt mit letzter Woche vergleiche, letzte Woche bin ich ja die Seelenschmiede gelaufen. Die war jetzt nicht, ne, war jetzt nicht unmachbar oder so, aber die hat sich ein gutes Stück schwerer angefühlt. Und dann war ich Kaltherz und teilweise bin ich in Kaltherz rein, hab 2 Mobs gemacht und ich wurde weggewonshottet oder bin blöd rumgeführt worden oder alles. Also das fühlt sich hier an wie 10 Stufen unter Kaltherz, ich sag's euch. Also keine Ahnung, irgendwie vom Scaling ist das ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Oder vielleicht ist es einfach so, dass ich jetzt halt mal vernünftige Trades krieg und bei dem anderen halt solche Rotze immer bekommen habe, dass das halt auch eine gute Auswirkung hat, ne? Das kann natürlich auch sein, dass das mit reinspielt. Vor allem jetzt habe ich auch richtig viel Anima, ne? Kann mir ganz gut Orbs holen. Das Knurrending können wir holen.
kriege ich halt hier die ganze Zeit nur... Sets können wir machen. Dann schmeißen wir den Kollegen noch ab. Hier hatte ich alles mitgenommen, ne? Ja, okay. Du alle, kein Problem. Kannst ja irgendwann anders mal gucken. So. Guck mal, was hier noch so abgeht. Ah, das ist dieser eine Riesenraum, ne? Ach komm, die kicken halt mir meine Convoke weg. Was soll denn der Scheißdreck? Müsst ihr eigentlich immer alle mit Dings dotten? Ich habe ja den Mondfeuer-Affix dabei. Ist das die Frage ist, ob ich jetzt das Ding nochmal auflade und hier nochmal ordentlich reinjag. Ja, da kommen ja nochmal einige Mobs. Oder ob ich es dann drüben reinjag. Shockwave. Ich will jetzt eigentlich meine Inka nicht ziehen, aber ich müsste jetzt fast ziehen. Warte mal, jetzt hätte ich den Bonus, ne? Shockwave. Shockwave. Ich die vielleicht alle in den Bonus rein. Nein, 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 nein. Jetzt tut er mich in der Convoke wegfieren. Schade, ich will den noch in den... Okay, der ist noch so in den Bonus reingegangen. Das hat, denke ich mal, jetzt auch nochmal ganz gut was gebracht. Deswegen habe ich die jetzt da vorne nicht getötet, weil ich wollte den Dings noch triggern, dass ich die alle hier reinlatzen kann in diesen Extra-Bonus. Hm, machen wir das mit dem Heulen mal, das klingt eigentlich ganz cool. Klingt eigentlich ganz cool. Wie zur Hölle sind die jetzt da geprockt? Ich hab die ja vorher. Super, die hätte ich dann eben einen guten... Ich bin doch da fünfmal durchgelaufen. Das kann ich mir doch jetzt nicht erzählen, dass die jetzt procken. Die hätten meinen ganzen AE noch rein können. Warten nämlich jetzt so runter hier. Okay. Da habe ich halt den Dings-Bonus beim Boss nicht, aber es ist jetzt nicht so wild. Ich denke mir, den Boss-Bonus werde ich eh nicht kriegen. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob ich den Bonus habe mit den Elite im Dings gekillt, ne? Shockwave. Ich habe halt so einen Bonus, wenn ich 3 mit Mondfeuer voll buff, mache ich 50% mehr Schaden. Und das ist halt schon strong, würde ich mal behaupten. Schauen wir mal, was wir da noch so haben. Ein bisschen Mastery. Ja, why not? Ein bisschen Eulen-Action. Ah.
einfach nur mit. Ah, ich hab's sogar doch noch gekriegt. Perfekt. Nehmen wir noch mit. Okay, ich hab alles, oder? Hier ist sonst nichts mehr. Nee, müsste. Mal gucken. Oh, nochmal 36%. Also, ich bin mir relativ sicher, dass das eigentlich ein guter Durchlauf ist. Dass das eigentlich was werden müsste. Ganz gut Prozent. Bin relativ smooth durchgekommen. Also sonst sage ich ja oft, ne, das unlucky hier blöd gelaufen. Aber das war eigentlich ein verdammt guter Run. Okay, ich habe 500 noch über. Ah, ich wollte eigentlich nochmal HT ziehen, ne? Das habe ich schon wieder vergessen. Ja gut, das sind jetzt Kack-Trades, ehrlich gesagt. Jetzt irgendwie alles nix, egal. Also ich habe jetzt einen schlechten Trade, ehrlich gesagt. Alles andere ist ziemlich gut. Fangen wir mal mit Convoke an. Achso, warte mal, ich wollte HT ziehen, ne? Ah, das muss ich interrupten, okay, perfekt. Kann der da mal rauskommen? Alter, der ist halt richtig slow, der Kollege. Muss halt immer wieder einen Taunt auch draufhauen, fällt mir gerade auf. Ich sollte wahrscheinlich nochmal das eine interrupten und dann das interrupten, dann ein bisschen weg und drauf eulen. Hätte ihm jetzt irgendwie mehr versprochen von dem Eulen-Damage. Aber gut, okay. Ja, ein schneller Kill wird das jetzt hier keiner, so wie es aussieht. Aber es müsste eigentlich reichen. Also, ich hatte so verkackte Runs, wo ich dachte, lief alles schief und dann hat es trotzdem noch gereicht. Also, wenn der jetzt nicht reicht, dann würde es mich schon arg wundern. Der hat da so ein komisches Schild drauf, oder? Dann kriegt er auf einmal dann keinen Schaden mehr. Komm, jetzt müsste Bärenkonvok eigentlich reichen. Muss ich nicht mehr in Eule gehen, oder? Ja, 219 Punkte. Haben wir denn 99% Abschluss, 27er Mächtigung, das ist ganz okayisch, Zeit 38. Moltogono, danke dir fürs Subscriben, ne? Grüße gehen raus. Brandschatzer hatten wir, Erlöser hatten wir, habe nichts, das passt zu mir, Räuber, Retter, Plünderer und Horter. Ich glaube, die zwei Elite hatte ich jetzt gar nicht gekillt, oder? Innerhalb von der Zeit habe ich das verkackt, aber es hat trotzdem gereicht. Nice, ein T-Mog. Das ist sehr schön, das freut mich. Ein T-Mog-Teil. Jetzt habe ich gar nicht beim Händler geguckt, ob da auch noch was dabei gewesen wäre, ne? War da ein T-Mog dabei? Ich glaube, ich kann es gesehen. Ich muss noch Adamantit-Gewölbe gucken. Nee. Wenn es einer verdient hat, dann du. Ja gut, das freut mich, ne? So, okay. Haben wir schon mal ein Achievement wieder eingetütet? Dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt stealthen wir jetzt hier nur einmal durch. Hauen den Adamantit-Gewölbe Hans Wurscht nur um. Weil der kann ja auch noch einen T-Mog droppen. Deswegen machen wir jetzt hier nichts mehr. Das brauchen wir alles nicht. Oh, die Dinger sollten wir nicht auslösen. So, hier müssen wir uns hochporten, oder? Nehme ich mal an. Jetzt überlegt mal, wenn ich jetzt auch noch den 4er-Set-Bonus gehabt hätte, hätte ich da richtig durchrödeln können, aber ja. Hätte, ne? Das heben wir uns jetzt mal für den Boss nur auf. Vielleicht kriege ich da auch noch einen T-Mog-Teil, wenn es gut läuft. Wisst ihr, was ich mich frage? Es gibt ja hier den Bonus, dass die Abklingzeit von Convoke um 60 Sekunden verringert wird, ne? Aber ich habe ja eigentlich bloß noch 60 Sekunden durch mein Laggy, aber das funktioniert nicht, sonst wäre es eigentlich auf 0, ne? Das tut das nur prozentual verringern, blöderweise sind halt 30 Sekunden Convoke. Also das Laggy stackt damit halt nicht vernünftig, das ist halt ein bisschen schade.
Ein bisschen schade, sonst könnte ich durchgehen Convoke, überlegt mir, das wäre halt so strong, weil hier von 60 Sekunden runter und da die Abklingzeit nochmal halbiert, ne? Aber das stackt leider nicht, blöderweise. Na komm, wir brauchen jetzt eigentlich nichts mehr aufsammeln, scheiß auf die Seelen. Jetzt gehen wir hoch, haben wir den Boss um. Schauen wir mal, ob der Händler vielleicht noch einen T-Mock hat, wenn es gut läuft. Ah, was passiert jetzt? Sterbe ich da? So shape gezogen. Das wäre jetzt beinahe hinten rumgegangen, ne? Mit der Soul Shape kannst du den Fallschaden verringern oder verhindern. Ne, ist kein T-Mock drin. Komm, nehmen wir das hier mit. Nehmen wir das hier mit. Nehmen wir das hier mit. Nehmen wir die Waffe noch mit. Mehr kann ich jetzt nicht. Das hatte ich schon, ne? Ja, okay. Okay. Nix. Bringt auch nix. Perfekt. Gehen wir jetzt mal in die Eule. Kriegt da wieder keinen Schaden mehr, ne? Ich frage mich, ob ich das auch Shadow melden könnte. Das gehen würde, die Phase. Weil da wird er immer immunisiert. Das ist total dumm. Kannst du immer nichts machen. Könnte vielleicht auch funktionieren. Weil der Boss behält das Leben, ne? Das ist das Schöne. Ehrlich gesagt nicht, was passiert. Nee, macht trotzdem die Phase. Shit, ich dachte, ich krieg's weg, Shadow melden. Aber bei den anderen Bossen, die machen ja immer alle quasi 33% so eine Special-Phase, ne? Das Ding ist aber, wenn du stirbst oder den Boss irgendwie resettet kriegst, dann behält er sein Leben und die Special-Phase endet einfach. Gut, diese kleinen Viecher jetzt wegzuehen, geht eigentlich relativ zügig, aber bei den anderen Bossen dauert das relativ lang, diese Special-Dinger. Und da habe ich es rausgekriegt, dass es eigentlich schneller geht, sich einfach kurz sterben zu lassen und wieder hochzulaufen, als die Phase zu spielen. Weil das Leben, ne, wird nicht resettet. Ich dachte, vielleicht kann ich einen Shadow melden oder so. Und dann lief das eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, ob ein T-Mock drin ist, wenn ich ein bisschen Glück habe. Es hat einfach gar nichts gebracht. Juti, aber wir haben zumindest ein T-Mock gekriegt. Jetzt haben wir hier die, ich versuche es richtig auszusprechen, Skuldushallen. Haben wir jetzt quasi auch auf 16. Damit haben wir 3 von 6. Und jetzt gucken wir mal, vielleicht können wir die andere dann auch noch machen. Gut, für die Aufnahme soll es das gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.